Wir setzen mit dem nächsten Tagesordnungspunkt der Fragestunde fort. Und da beginnen Fraktion Dissidenten. Herr Schmählich, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie haben ja zu Recht in der Einbringung des Haushaltes darauf hingewiesen, dass die Finanzierungsgrundlagen auch für den sozialen Wohnungsbau deutlich schwieriger geworden sind, durch drastische Inflation und auch natürlich durch die Veränderungen am Kapitalmarkt. Dies kommt ja auch in der Vorlage 1810, die Sie am 31.08. eingebracht haben, zum Ausdruck und in der zusätzliche Mittel für die WED als notwendig angesehen werden, um auch die begonnenen Projekte fortzusetzen. Das ist richtig und das ist gut so. Aber, und da beginnt meine Frage, es war immer ein entscheidender Punkt zur Aktivierung des kommunalen Wohnungsbaus, dass wir über ausreichende Grundstücke verfügen. Dieser Stadtrat hat dazu bereits seit 2019 in den jeweiligen Haushalten Mittel eingestellt. Und deshalb beginnt meine Frage oder ist meine Frage folgende, weil auch durchaus immer wieder deutlich gemacht wurde, auch durch eine entsprechende Umwidmungsvorlage, dass diese für den Grundstückskauf eingestellten Mittel nicht ausschließlich für den Grundstückskauf verwendet wurden. Deshalb frage ich Sie, wie hoch sind die Mittel, die seit 2019 der WED auf Basis der Haushaltssatzung zum Ankauf von Grundstücken zur Verfügung gestellt worden und wie viel wurde davon für den Kauf von Grundstücken verwendet? Also alle Mittel, die zweckgebunden für Grundstückskäufe vorgesehen sind, sind auch dafür verwendet worden bzw. dafür reserviert, wo noch entsprechende Kauf- oder Tauschprojekte anstehen. Insgesamt stehen und standen in 19 9 Millionen, in 20 9 Millionen, in 21 4 Millionen, in 22 4 Millionen dafür zur Verfügung. Ausschließlich ein Beschluss, den Sie gefasst haben mit V 939 aus 21, die teilweise Aufhebung der Zweckbindung für das verfügbare Ankaufsbudget der WID in Höhe von 5,741 Millionen wurde da die Zweckbindung aufgehoben und anderweitig verwendet, so wie es der Stadtrat beschlossen hat. Aber in anderen Fällen sind diese Mittel nicht angerührt für andere Ausgabeformen. Es gibt andere Mittel, die für die WED eingestellt sind. Da gibt es diese Zweckbindung nicht. Aber hier, die für Grundstücksverkäufe oder Ankäufe vorgesehen sind, ist keine andere Umschichtung passiert. Vielen Dank. Ich frage jetzt trotzdem noch mal nach, bin auch auf die schriftliche Ausführungen dann noch mal gespannt. Also Sie schließen aus, dass über diese 5,7 Millionen, die in der Tat durch den Beschluss dieses Stadtrates umgewidmet wurden, beziehungsweise wo die Zweckbindung aufgehoben wurde, dass eben darüber hinaus die für die Grundstücke bereitgestellten Mittel auch ausschließlich dafür ausgegeben wurden. Genau. So, wir kommen zum nächsten Fragen Fraktion. Das sind ist Bündnis 90 Die Grüne, Frau Schanetzki. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, auch unsere Frage bezieht sich auf den heute eingebrachten Haushalt. Vielleicht noch ein Hinweis zum Verfahren. Es ist tatsächlich leichter nachvollziehbar, wenn das mit einer Präsentation unterlegt wird, gerade die vielen Zahlen da so rasch zu folgen, das ist gar nicht so leicht. Zur besseren Orientierung und auch für uns, also für uns Stadträtinnen und Stadträte, aber auch natürlich für alle Bürgerinnen und Bürger, würde ich Sie herzlich bitten, darzustellen, welche Projekte, die bereits mit Stadtratsbeschlüssen untersetzt sind, sich jetzt im Haushalt nicht wiederfinden und welchen Bearbeitungsstand die entsprechenden Projekte jeweils haben. Und wir bitten dann auch, dass das nochmal schriftlich mit abgegeben wird. Also jeder Geschäftsbereich ist natürlich angehalten, die Stadtratsbeschlüsse in den Budgetvergaben umzusetzen. Genauso wie wir dann in der finalen Planung, wenn es kurzfristige Beschlüsse noch gab, die dann versuchen noch mit umzusetzen. Jetzt eine vollumfängliche Liste innerhalb von einem Tag aufzustellen, das war jetzt nicht möglich gewesen. Aber Sie bekommen die ja sowieso, das haben wir ja schon seit Jahren das Verfahren, in dem Rahmen der Mehrbedarfslisten
wird das aufgeführt werden. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten daran. Und mir ist signalisiert worden, dass man bis zum 30. September denkt, das zusammengestellt zu haben. Okay, dann würde ich aber tatsächlich noch mal um eine Einschätzung bitten, wie die Priorisierung dann erfolgt ist oder also was sozusagen der Filter ist, durch den das gelaufen ist, oder wird das in den Geschäftsbereichen quasi einzeln entschieden? Es gibt hier erstmal ein Budget, was der Geschäftsbereich zur Verfügung hat, zu untersetzen. Und dann gibt es ja schon in unserer Haushaltsberatung, hausintern, entsprechende Mehrbedarfsforderungen, die auf Ratsbeschlüsse, aber auch vielleicht auf aktuelle Notwendigkeiten. Nehmen wir Nummer eins, Energiepreisentwicklung, worüber wir gerade diskutieren, ist kein Ratsbeschluss in dem Sinne, aber eine Notwendigkeit. Oder Personalkostenentwicklung. Wenn ich Tarifentwicklung habe, muss ich genauso. Oder ich habe heute in meiner Einbringungsrede ja davon gesprochen, KSV ist eine Zwangsumlage. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dann solche Thematiken aufzuführen. Und in dieser Gemengelage muss dann eine Abwägung finden. Es wäre schön, wenn wir alles, was wir uns wünschen würden im Sinne von Ratsbeschlüssen, auch umsetzen können. Insoweit gilt es dann natürlich, Prioritäten zu setzen. Die werden aus der fachlichen Perspektive gemacht und Sie können darüber dann nochmal die politische Brille drüber setzen. Wir kommen zur nächsten Fraktion, das ist die AfD-Fraktion, Herr Lazinski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, seit der Fusion der Drehwerk und Enso zur Sachsenenergie verfügt die Landeshauptstadt Dresden über einen der größten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland. Im Zuge der Diskussion rund um die Gasumlage veröffentlichten bereits einige andere große deutsche Energieversorgungsunternehmen, beispielsweise RWE und E.ON, aber auch die Hamburger Stadtwerke, Pressemeldungen, wonach diese Unternehmen die von der Bundesregierung ermöglichte Gaspreiserhöhung durch die Gasumlage nicht an ihre Endkunden weitergeben werden. Hintergrund war, dass aufgrund der gestiegenen Gewinnerwartungen der Unternehmen infolge der Preissteigerungen am Energiemarkt die Weitergabe der Gasumlage an die Endkunden nur schwer vermittelbar gewesen wäre. Bereits vor den Preissteigerungen am Energiemarkt kalkulierte die Sachsenenergie mit einem hohen zweistelligen Millionengewinn. Im Gegensatz zu den von E.ON und RWE versorgten Haushalten erhielten die gasversorgten Haushalte der Drehwerk und Sachsenenergie zum Ende August die Information, dass die Gasumlage bestehend aus Gasspeicherumlage und Gasbeschaffungsumlage zum 1.10.2022 zu einer Bruttoerhöhung des Gaspreises um 3,63 Cent pro Kilowattstunde führen wird, wodurch alleine über diese Umlage Mehrkosten von mindestens 70 Euro pro Haushalt und Monat entstehen sollen. In diesem Zusammenhang habe ich folgende Fragen. Erstens, wie hoch ist die von der Sachsenenergie vor dem 1.5. vertraglich zugesicherte Menge an Gas, welche bisher nicht geliefert wurde bzw. voraussichtlich bis zum 31.12.2022 respektive zum 1.4.2023 nicht geliefert werden kann? Zweitens, wie hoch ist die aktuelle Menge an Erdgas bei der Sachsenenergie, welche infolge der Nichteinhaltung bestehender Kontrakte zum jetzigen Zeitpunkt Ersatz beschafft werden musste? Und wie hoch ist die Menge an Erdgas, die voraussichtlich bis zum 1.4.2023 Ersatz beschafft werden muss? Drittens, welche Mehrkosten sind durch die notwendig gewordenen Ersatzbeschaffungen infolge von Lieferausfällen entstanden und welche Mehrkosten werden voraussichtlich für die Ersatzbeschaffung bis zum 1.4.2023 entstehen und mit welchen Ausgleichszahlungen an Gasimporteure und über die Gasumlage und Gasspeicherumlage kalkuliert die Sachsenenergie aktuell bis zum 31.12.22 bzw. zum 1.4.2023? Vielen Dank. Also Herr Lazinski, da will ich mal einsteigen, ein Stückchen in die in den Energiemarkt mit Ihnen zusammen. Was passiert da im Moment? Also preisbestimmend sind die Gaskraftwerke für die Energiepreise. Die gehen nach den entsprechenden Grenzkosten oder die Kosten der Gestehung entscheiden über die Energiepreise am Markt. Wir haben fast ausschließlich nur Gaskraftwerk und sind ansonsten ein Netzbetreiber und Verteiler von Energie. Es gibt natürlich andere Akteure in dem Markt, die sind große Profiteure. Das ist ja das, was gerade im Moment in der Deutschland und in Europa über Übergewinnsteuer diskutiert wird, weil sie nämlich auf der einen Seite, was ihre Gestehungskosten sind und zum Zweiten zu dem, was sie es verkaufen können, die Kohlekraftwerke, die Atomkraftwerke, aber auch die Erneuerbaren jetzt sehr stark einen Übergewinn abschöpfen. Das sind wir nicht. Und da gibt es natürlich entsprechende Unternehmen,
die davon sehr stark partizipieren und die natürlich sagen, ich versuche zu vermeiden, dass ich die Übergewinnsteuer bekomme und deswegen gebe ich meinen Kunden schon einen Teil dieses weiter. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern wir sind da maximal auch belastet. Auf Ihre Fragen eingehend kann ich sagen, wir haben bisher keine Ausfälle von oder dass Lieferverpflichtungen von Vorlieferanten nicht erfüllt worden sind. Das ist ja die Diskussion, die Sie im Moment auch sehen, dass große Gasimporteure unter die Rettungsschirme gehen müssen, weil sie Verpflichtung uns zum Beispiel den Stadtwerken gegenüber haben und auf der anderen Seite nicht zu den Konditionen, wie sie verkaufen, Einkauf ihrer entsprechenden Lieferung bekommen. Wir sind als Kunde nicht davon betroffen. Wir haben bisher alle unsere Lieferverpflichtungen erhalten. Somit war auch nicht notwendig, Ersatzbeschaffungen vorzunehmen. Und damit erübrigt sich auch die Frage, was haben wir dafür bezahlt? Was natürlich für unsere Lieferverpflichtung an Preisen läuft. Das ist eine andere Frage. Vielen Dank. Kommen wir zur CDU-Fraktion. Frau Wagner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bei unseren Fragen geht es um das Problem, was über den Sommer entstanden ist bei mindestens zwei Sportvereinen in Dresden. Aufgrund der großen Sommerhitze ist ja das Granulat auf den Kunstrasenplätzen des Post-SV Dresden in Kotta und bei Blau-Weiß-Tschachwitz geschmolzen und viele hundert Kinder befinden sich aktuell, Gott sei Dank, noch im Training, aber völlig anders, andernorts als in ihrer Nähe. Bei uns ist angekommen, dass der Eigenbetrieb Sport sich sehr, sehr schnell um Ausweichtrainingsmöglichkeiten gekümmert hat und auch Gespräche mit den Stadtbezirksbeiräten aufgenommen hat. Dafür zunächst auch erstmal recht herzlichen Dank, weil es natürlich gut ist, bei dem Problem, dass zumindest die Trainingsmöglichkeiten jetzt erstmal abgesichert sind. Verständlicherweise sind die Vereine, die Trainer, die Kinder und die Familien natürlich sehr besorgt und deswegen möchten wir zu dem Sachverhalt mit Blick auf eine schnellstmögliche Wiederbespielbarkeit der beiden Plätze folgende Fragen stellen. Frage 1 bezieht sich darauf, dass ja auch sehr schnell vom Eigenbetrieb ein Gutachter engagiert wurde, der jetzt gerade letzte Woche, glaube ich, bei beiden Plätzen vor Ort war und genau gucken soll, was ist die Ursache und was wäre eine mögliche Sanierungsstrategie. Da möchten wir gerne wissen, A, wann genau mit den Gutachterergebnissen zu rechnen ist und B, ob es schon Stand heute erste Erkenntnisse zu Ursache, Schadensumfang, Sanierungsstrategie, aber auch möglicherweise in Betracht kommende Regressforderungen gegenüber Herstellern und Baufirmen gibt. Das ist Frage 1. Frage 2, mit Blick auf die Zukunft und eine schnellstmögliche Wiederbespielbarkeit beider Plätze, ist unsere Frage, ob der Eigenbetrieb Sport, auch wenn die Gutachterergebnisse noch nicht vorliegen, unserem Kenntnisstand nach, bereits jetzt eine Best-Case- und eine Worst-Case-Sanierungsvariante vorbereitet, um eben die Plätze möglichst schnell wieder bespielbar zu machen. Wird es vorbereitet und womit wird gerechnet? Was ist sozusagen schnellstmöglich, dass eine Wiederbespielbarkeit hergestellt ist und was ist der schlimmste Fall, also was wäre die längste Zeit, damit das wieder in Gang kommt und wie hoch ist dafür auch die Gefahr, dass der Worst Case eintritt. Und die Frage 3, da geht es natürlich um das ganze Thema Finanzierung. Mit welchen Kosten ist bei einer Minimal- bzw. einer Maximalvariante bei der notwendigen Sanierung zu rechnen? Stehen diese Mittel im Eigenbetriebsbudget zur Verfügung oder gibt es da Lücken? Müssen wir da auch aktiv werden? Und uns ist zu Ohren gekommen, dass es durchaus auch schon Gespräche zwischen den beteiligten Stadtbezirksbeiräten und dem Eigenbetrieb gab. Ist da angedacht, dass es hier eine anteilige Mithilfe und Finanzierung gibt?
Also vielen Dank, Frau Wagner, für die Frage. Es ist eine Thematik, die uns natürlich genauso beschäftigt wie Sie und natürlich den Vereinen. Richtig ist, dass die Sachverständigen die Probenahme und den Augenscheinnahme auf den Anlagen gemacht haben und wir jetzt auf ihre Gutachten warten. Die sind für die 38. Kalenderwoche angekündigt, sodass wir dann darauf dann auch wissen, welche Maßnahmen sind wirklich einzuleiten. Was ausgeschlossen werden kann, ist aufgrund dessen, dass die beiden Plätze 10 bzw. 13 Jahre seit dem Bau vergangen sind, dass es da keine Gewährleistungsansprüche mehr zurückgreifen können, sondern jetzt eben sehen müssen, in einer, wo man hoffen kann, in der Best Case, wo wir im Wesentlichen dann das Granulat entsprechend ersetzen müssen, wo man im kleineren Bereich fiskalisch unterwegs ist und wahrscheinlich auch dafür muss die Temperatur dauerhaft unter 20 Grad sein, dass man das auch sehr zeitnah noch jetzt im Herbst durchführen könnte. Wenn wir eine komplette Platzwiederinstallation machen müssen, dann ist da erstmal ein kompletter Planungsprozess wieder dahinter zu stellen. Dann ist das ein längerfristiges Werk. Das können wir, wie gesagt, erst abschätzen, wenn wir die Ergebnisse des Gutachters da haben. Und dementsprechend sind auch die Preisspanne, die dafür aufzuwenden sind, die wird im Moment geschätzt zwischen 75.000 und 500.000, ohne dem Gutachter vorgreifen zu wollen. Sehr wohl sind die Kollegen, so wie Sie es beschrieben haben, schon frühzeitig auch auf die Stadtbezirke zugegangen. Kotter hat da signalisiert, dass sie sich das mal vorstellen können, in ihrem Budget sich mit 75.000 Euro zu beteiligen. In Leuben stehen weitere Gespräche noch mit den Stadtbezirksbeiräten an. Aber auch da war erstmal man positiv, auch einen Beitrag mit leisten zu können. Aber sobald wir die Gesamtsumme wissen, müssen wir dann darüber diskutieren, wie können wir es finanzieren. Der Sportbetrieb hat erstmal natürlich für so einen Fall jetzt keine Mittel vorgesehen gehabt. Und jetzt auch abhängig, sind wir eher bei der kleinen Summe, dann ist das, glaube ich, lösbar. Sind wir bei der großen Summe, müssen wir uns gemeinschaftlich, glaube ich, in den Haushaltsplangesprächen darüber verständigen, wie können wir das lösen. Da gestatten Sie eine Nachfrage? Ja, also gerade mit Blick darauf, dass wir noch nicht wissen, ob es doch längerfristig zu diesen Ausweichtrainings- und Spielbetriebs Szenarien kommt. Uns ist da auch zu Ohren gekommen, dass es bereits jetzt leider von einigen Familien Abmeldungen gab, weil sie die weiten Fahrtwege zeitlich einfach nicht abdecken können. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Insofern ist die Frage und zugleich auch formuliert als Bitte, sollte die längerfristig die beiden Plätze nicht bespielbar sein. Wie sehen denn dann die Lösungen aus mit Blick auf eine möglichst ortsnahe Ausweichvarianten für das Training, damit wir nicht noch mehr Kinder verlieren, die dann vielleicht aus dem Verein rausgehen? Ja, der Sportbetrieb ist ja da auch in Austausch, hat es ja versucht, frühzeitig zu machen, einmal was Alternativsportplätze sind. Jetzt kommen wir ja bald in die Wintersaison, das sind sowieso dann eher auch die Sporthallen, die Orte, in denen dann die einzelnen Sportarten betrieben werden. Ich kann es Ihnen jetzt noch nicht sauber beantworten, sobald wir das Ergebnis da haben, machen wir es, wir nehmen es ernst und bleiben da im Austausch. Herzlichen Dank und eine schriftliche Antwort wäre super, danke. Die ist sehr umfangreich. So, dann kommen wir zum nächsten Fragenden. Das ist Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es geht heute viel um Energie, um unsere Sachsenenergie, um Preise. Meines Erachtens hat das Elend der deutschen Energieversorgung 1996 angefangen, als die Energiemärkte liberalisiert worden sind, das Staatsmonopol aufgegeben worden ist und Energie an Börsen gehandelt wird. Das fällt uns gerade auf die Füße, nicht die Politik einer so irgendwie gefärbten Bundesregierung der letzten 20 Jahre. Es ist ein europäisches Versagen gewesen. Die Landeshauptstadt Dresden verfügt über einen kommunalen Energieversorger, die Sachsenenergie, beziehungsweise ist über städtische Unternehmen an der Sachsenenergie weit überwiegend mehrheitlich beteiligt. Die Sachsenenergie versorgt in Dresden Umgebung private und geschäftliche Abnehmer, unter anderem auch mit Strom, Fernwärme und Gas.
Schon seit längerer Zeit sind die Strompreise stetig gestiegen. Deutschland bezahlt seit einigen Jahren die weltweit höchsten Strompreise. Seit Spätsommer 2021, also seit einem Jahr, steigen auch die Gaspreise und damit die Fernwärme- und Warmwasserpreise rasant an. Es besteht die Befürchtung, dass Privathaushalte und gewerbliche Verbraucher die steigenden Kosten nicht mehr bezahlen können. Dadurch sind Menschen und Firmen ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Darüber hinaus profitieren Anbieter durch Übergewinne von den Preisexzessen. Es droht damit ein Abfluss von Kapital und Kaufkraft. Die daraus resultierenden Verwerfungen bergen die Gefahr eines volkswirtschaftlichen Schocks. Dazu folgende Fragen. Wie werden sich die Stromtarife, Fernwärmetarife und Gastarife der Sachsenenergie in Cent pro Kilowattstunde von Juli 2021 bis Ende des Jahres und soweit absehbar in das Jahr 2023 hinein für Privat- und Geschäftskunden getrennt in Bestands- und Neukunden verändern? Zweitens, wie viele Kunden haben seit Juni 2021 bis heute ihre Einzugsermächtigung für die Stromabschläge gekündigt? Drittens, sind derzeit Risiken erkennbar, dass die Sachsenenergie in eine wirtschaftliche Schieflage kommen könnte? Herr Oberbürgermeister, ich nehme an, Sie beantworten die Frage selbst. Sie haben ja kaum noch jemanden da vorne, der sie für Sie beantworten könnte. Ich mache es trotzdem gerne selbst. Ich würde Ihnen das natürlich auch schriftlich zukommen lassen, weil es macht, glaube ich, jetzt nie Sinn, dass ich Ihnen die ganzen Preistabellen hier vorlese. Es hat Strompreisänderungen im Tarif Drewag Enso zum 1.4., zum 1.7. und jetzt kommen zum 1.11. gegeben. Zum 1.4. Stiegen die Preise um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Zum 1.7. ist dann eine Senkung um 3,72 Cent gewesen. Das war der Anlass der EEG-Senkung. Und zum 1.11. jetzt steht eine Verbrauchspreisentwicklung bei Grund- und Ersatzversorgung von 7,1 Cent pro Kilowattstunde an bei Produkten, also die, die jetzt dann eben längerfristige Verträge haben mit der Drewag Enso, sind das 6,1 Cent. Das ist im Strombereich und im Erdgasbereich gab es in der Tarifentwicklung im vergangenen Jahr zum 1.1.22 eine leichte Tariferhöhung zwischen 1,2 und 2,5 Cent pro Kilowattstunde in allen Produkten und zum 1.2.22 dann eine erneute Steigerung um 4,53 Cent netto. Die Grundpreise sind dabei stets stabil geblieben und jetzt zum 1.10.22 steht eine erneute Steigerung um 3,05 Cent pro Kilowattstunde netto an. Zudem ist das auch abrufbar auf der Drewag-Seite veröffentlicht. Ich würde es Ihnen trotzdem zusammengestellt alles mal rübergeben, weil jetzt mal die Zahlen hier runterrasseln macht jetzt, glaube ich, nicht so viel Sinn, haben wir für Sie da. Auf die zweiten Fragen, was die Einzugsermächtigung angeht und die entsprechenden Stromabschläge und Kündigungen. Das wird monatlich monitort. Bis jetzt können wir keine signifikante Kündigung sehen. Man muss jetzt mal sehen, es kommen ja jetzt mit zum 1.11. doch größere Preissprünge zu, wie dann die Wirkung dessen ist. Wie gesagt, bis jetzt haben wir das nicht. Was sind die Risiken? Also Sie sehen ja, wenn Sie vielleicht mal ein bisschen in unsere Schwesterstadt nach Leipzig gucken, dann musste die Stadt in mehreren hundert Millionen Euro Kredite für ihre Stadtwerke ausreichen. Davon sind wir verschont, weil wir eines gemacht haben, eine fristenkonforme Einkauf wie Verkauf zu organisieren. Alles, wo Sie dann ein Switchen der Preise auseinander haben, dann haben Sie große Verlust- oder Gewinnmöglichkeiten. Das ist in der Sachsenenergie nicht passiert oder nicht mehr passiert. Insoweit sind wir da jetzt nicht in diesem Thema jetzt mit Risiken belastet gewesen. Was wir aber sehen als Risiken sind natürlich, wenn wir umfangreiche Zahlungsausfälle von Kunden hätten oder wenn es eben Ausfälle von Lieferanten gäbe. Deswegen ist ja wichtig auch für uns,
wenn die Bundesregierung unter die Schutzschirme jetzt für uns einen wichtigen Lieferanten, nämlich die VNG, nimmt, dass unsere Lieferverträge weiterhin erfüllt werden. Sonst haben wir als nachfolgende Institution natürlich ein Problem. Herr Oberbürgermeister, ich danke Ihnen für die Antwort. Ich wäre interessiert an der schriftlichen Ausreichung und mir fehlte im Prinzip ein Stück weit die Probleme von Neukunden, im Prinzip einen bezahlbaren Vertrag zu bekommen, wenn sie im Prinzip neu nach Dresden kommen, beziehungsweise ihre alten Verträge ausgelaufen sind. Die Preise habe ich auch alle für Sie hier differenziert, da von Grundversorger jetzt und Ersatzversorger und so, wie wenn man Produkte hat, haben Sie alles hier aufgelistet. Ich freue mich auf Post. Ja. Vielen Dank. Kriegen Sie. So, dann gehen wir mal weiter und sind bei der Bürgerbeteiligung bei der Errichtung sogenannter Mobi-Punkte. Anfrage der Freien Wähler, Frau Dagen, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage wurde mir konkret als Stadtbezirksbeirätin von Seiten der Bürgerschaft gestellt und betrifft die Bürgerbeteiligung bei der Errichtung sogenannter Mobi-Punkte. Seit 2018 wurden 37 solcher Mobi-Punkte vollständig und weitere 8 teilweise errichtet. Bis Ende 2023 sollen es dann 65 Mobi-Punkte werden und die Investitions- und die laufenden Kosten wurden den Stadträten und auch den Stadtbezirksbeiräten bereits in einer Informationsvorlage dargestellt. Die Kosten sind demnach erheblich und die Verluste belasten die Bilanzen der DVB und auch der DREWAG. Bezahlen müssen das am Ende die Dresdner über die Ticket- und Strompreise. Die bisher errichteten Mobi-Punkte wurden aus Sicht der Verwaltung errichtet, an Orten, die die Verwaltung für notwendig und zielführend hält. Bürger wurden bisher nicht befragt, ob die Mobi-Punkte an diesem Ort hilfreich sind oder eher störend. Dazu habe ich folgende Fragen. Warum wurden die Bürger bisher nicht entsprechend der geltenden Bürgerbeteiligungssatzung vor der Errichtung von Mobi-Punkten beteiligt? Wann und wie werden die Bürger künftig rechtzeitig, umfassend und qualifiziert vor der Entscheidung über die Errichtung weiterer Mobi-Punkte beteiligt? Und werden die bisherigen Pläne zur Errichtung weiterer dieser Mobi-Punkte angesichts explodierender Bau- und Energiekosten überdacht? Und zur Abwechslung übernimmt mal jemand anders, nämlich der Herr Kollege Kühn, die Beantwortung. Der bleibt auch. Erstmal. Sehr geehrter Frau Dagen, der Stadtrat hat am 23. März 2017 die Errichtung intermodaler Mobilitätspunkte in Dresden einschließlich eines Funktions- und Standortkonzeptes beschlossen. Die Bürgerbeteiligungssatzung trat erst am 21. März 2019 in Kraft. Dennoch wurde bei der Umsetzung des Beschlusses eine umfassende Beteiligung von Stadtbezirken und Ortschaften vorgenommen. Es gab auch stets ein großes Interesse an der Öffentlichkeit. So ist es zum Beispiel so gewesen, dass es Änderungsvorschläge im Rahmen der Umsetzung gab und nach Abstimmungen mit Stadtbezirken und Ortschaften, beispielsweise in Pieschen, der Neustadt, in Langerbrück und Loschwitz, wurden diese umgesetzt. Mit den Stadtbezirksbeiräten wurde zum Beispiel im Zuge der Projektvorstellung vor der Umsetzung an 5 Standorten für Mobilitätspunkte das Konzept noch integriert. Also das heißt, diese Mobi-Punkte sind noch dazugekommen, beispielsweise in Migden an der Liststraße, im Industriegelände in Kaditz und an der Grundstraße. Es ist so, dass zudem Nachfragen existieren zu neuen Standorten aus der Bürgerschaft und von lokalen Unternehmen. Was bedeutet, dass ein hohes Interesse an den Mobi-Punkten gegeben ist? Das Konzept der Mobi-Punkte umfasst aktuell 93 Standorte, von denen 65, Sie haben es gesagt, bis 2023 mit öffentlicher Förderung des Bundes umgesetzt werden. Diese 65 Mobi-Punkte bieten dann etwa 120 Carsharing-Fahrzeugen Platz, die zu 50% elektrisch unterwegs sind. Es gibt kein Carsharing System in Deutschland, was eine höhere Elektroautoquote hat. Wir haben 280 öffentliche Stellplätze zum E-Laden, davon 110 mit dem Zugang für Schnelllader. Auch da sind wir im Bundesvergleich in der Spitzengruppe. Und es gibt etwa 400 Stellplätze für das Bike-Sharing. Die Kosten sind in der Informationsvorlage, die Sie auch schon angesprochen hatten, genannt wurden. Ein Mobi-Punkt kostet 12.100 Euro im Schnitt und ist mit den erzielten Effekten, die ich schon beschrieben habe, sehr wirtschaftlich.
Wir haben eine Förderquote für die Errichtung der Mobipunkte, die bis 2023 bei bis zu 100% lag. Im Mittel lag sie bei 84%. Wir konnten also 7,5 Millionen Fördermittel so nach Dresden bringen. Und wir haben als Landeshauptstadt da an der Stelle auch im nationalen Vergleich, was intermodale Angebote und Elektromobilität angeht, eine Vorrangstellung, das kann man schon sagen, zum Bike-Sharing-System, Mobi-Bike sei noch gesagt. Wir haben 1000 verfügbare Fahrräder im Moment. Es gibt 7000 Ausleihen pro Tag, 170.000 Fahrten im Monat. Kein Bike-Sharing-System in Deutschland kann solche Zahlen vorweisen. Insofern ist es gelungen, für jeden öffentlich eingesetzten Euro ein Maximum an individueller und klimafreundlicher Mobilität für viele Dresdnerinnen und Dresdner zu generieren. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, die ich Ihnen eigentlich nicht gestellt habe, aber ich sehe Ihre Antwort gerne in schriftlicher Form entgegen und würde die dann an die interessierten Bürger weiterleiten. Danke. Das kann ich Ihnen zusagen. So, dann kommen wir zur nächsten Fraktion, das ist die SPD-Fraktion und Frau Mühlbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage dreht sich mal nicht um das Thema Energie. In den vergangenen Monaten und auch Wochen gab es ja sehr viel Kritik an der Arbeit der Bürgerbüros. Das ist aus Sicht der Dresdnerinnen und Dresdner teilweise verständlich und nachvollziehbar, aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bürgerbüros nicht immer berechtigt. Wir wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen dort ihr Bestes tun und mit Corona und Krankenständen und Abordnungen zu kämpfen hatten. Nichtsdestotrotz, insbesondere die Suche nach einem Termin im digitalen Portal hat oft Wochen gedauert. Auch die Studierenden, die jetzt in die Stadt zurückkehren, manche zum ersten Mal mit Beginn des Semesters, müssen sich digital einen Termin suchen. Und wenn man dieses Terminportal umgangen ist und versucht hat, sich per E-Mail an die Bürgerämter zu wenden, dann gab es manchmal ganz überraschende und ganz kurzfristige Lösungen. Man konnte also ganz schnell sein Anliegen vortragen. Kritisiert wurden in den vergangenen Monaten auch die viel zu langen zu vergebenen Timeslots von 30 Minuten. Es ist im Grundsatz zu begrüßen, dass die Digitalisierung auch hier Einzug gehalten hat. Allerdings gibt es in dieser Stadt noch eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern, die eben nicht so digital affin sind, zum einen. Und es gibt eben auch die anderen, die nicht so lange warten können, bis sie digital ein Fenster finden und einen Termin erhalten. Unsere Frage ist also, konnten oder können die Bürgerämter perspektivisch ihre Terminvergabe anpassen? Ich spreche hier insbesondere von den Timeslots, 30 Minuten auf 20 Minuten. Und wann und wie ist geplant, die Bürgerbüros auch wieder für Laufkundschaft zu öffnen, sodass jeder seinen Termin vielleicht auch kurzfristig und persönlich vortragen, anfragen kann? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Kollege Donhauser. Ja, sehr geehrte Frau Mühlbach, vielleicht zwei Sachen mal aus meiner Sicht vornweg. Der Stadtrat sollte mal überlegen, ob man in der Geschäftsordnung unterbringt, dass die mündlichen Anfragen oder die Anfragen, die mündlich beantwortet sind, auch sowieso schriftlich beantwortet werden. Da können wir uns, glaube ich, allen ersparen, dass jeder immer sagen muss und er würde erwarten, dass er das schriftlich bekommt, weil das ist ja sowieso kein Problem, das schriftlich auch auszureichen. Und die kriegen die alle. Ja. Okay. Die zweite Sache, Sie haben viel von weggenommen, was das Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bürgerbüros angeht. Und da denke ich, können wir uns alle dahinter stehen. Und was mir Dr. Blocher auch nochmal insbesondere gesagt hat, die sind ja selber nie zufrieden mit der Situation und wissen, dass man da das verbessern muss. Und da gibt es viele Gründe. Woran das liegt, einmal die Pandemie natürlich, aber auch, und das wird ja auch sicherlich Thema in der Haushaltsberatung sein, dass man immer einen Wunsch zumindest, dass man ausreichend Personal haben muss. Und jetzt würde ich natürlich als Bildungsbürgermeister sagen, ich brauche auch ausreichend Personal und dann wollen wir ganz viel investieren und dann muss man irgendwo abwägen, wo man die Prioritäten setzt. Aber konkret zu Ihren Fragen, die angebotenen Terminkapazitäten werden zurzeit im Halbstundentag online angeboten. Alle Viertelstunden-Termine wurden bisher ausschließlich für die Terminvergabe über das Callcenter und per E-Mail, vor allen Dingen für dringende Anliegen, freigegeben. Ab kommendem Montag, und das ist, glaube ich, ganz wichtig,
schon mal zu wissen, werden nunmehr auch die Viertel- und Dreivierteltermine ebenfalls online zur Verfügung stehen, sodass das schon mal ja eine Verbesserung dasteht. Darüber hinaus bieten die Bürgerbüros ab 15. September 2022 an, es ist heute, Dokumente ohne Termin abzuholen. Die Abholzeiten ohne Termin werden in den Bürgerbüros einheitlich angeboten. Diese sind jeden Dienstag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr und jeden Freitag von 9 Uhr bis 11 Uhr angesetzt. In diesem Zeitraum kann jeder, der ein Ausweisdokument beantragt hat, in den entsprechenden Bürgerbüro ohne Termin vorsprechen, wobei, ich habe das jetzt mal so vorgelesen, vorsprechen hört sich ein bisschen beamtenmäßig an, das sollte natürlich selbstverständlich sein. Ne? Aktuell testen die ersten Bürgerbüros diesen Service, erfahrungsgemäß ist mit einer hohen Nachfrage und somit möglicherweise, das kennen wir alle, mit Wartezeiten zu rechnen. Seit Anfang September 22, es war ja auch in der Presse schon veröffentlicht, verfügt das Bürgeramt Dresden außerdem über eine Dokumentenausgabebox. Diese befindet sich in den Räumen des Bürgerbüros Altstadt, Theaterstraße 11, im Erdgeschoss. Ab sofort können die Reisepässe und Personalausweise an der Dokumentenausgabebox abgeholt werden. Hierfür entfällt die Vergabe eines Abholtermins. Und was die Laufkundschaft angeht oder die Bürgerinnen und Bürger, ab 15. November 2022 werden zumindest alle Dienstage ausschließlich dafür freigehalten. Vielen Dank, Herr Donhauser. Ich brauche Ihre Antwort nicht schriftlich, kann mir das merken. Ich würde mich aber freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger baldigstmöglich von diesen erfreulichen Nachrichten erführen. Okay. So, dann kommen wir zum Abschluss der Fragerunde und dafür ist die FDP an der Reihe. Herr Zastrow. Ja, bei mir geht es bei der Frage um den Zustand der Hauptstraße des Neustädter Marktes, ein Stück weit des Übergangs von der Augustusbrücke zum Neustädter Markt. Wir hatten ja gestern mit dem Bauausschuss eine Exkursion, da habe ich gesehen, dass sich ein bisschen was getan hat, aber ich will daran erinnern, dass den gesamten Sommer über die Hauptstraße, was ja vielleicht die schönste Straße Dresdens ist, ja der Fußgängerboulevard, schlechthin doch einen sehr, sehr vernachlässigten Eindruck gemacht hat. Das hat man beispielsweise daran gesehen, dass das Laub, was im Sommer ja doch sehr zeitig dieses Jahr gefallen ist, nicht beseitigt worden ist. Das erkennt man daran, dass bis heute der Barockbrunnen in der Mitte der Hauptstraße nicht läuft. Er läuft doch schon übrigens über 2 Monate nicht. Anwohner haben mich auch als Stadtbezirksbeirat angesprochen und waren ziemlich brüskiert, dass sie vom Grünflächenamt auch keine Antwort bekommen und immer nur abgewimmelt werden. Das ist natürlich klar, dass das die Leute aufregt, die dort wohnen. Genauso sieht es auch mit dem Zustand der Bänke aus, was immer ein dauerhaftes Ärgernis ist, weil die einfach nie sauber gemacht werden. Die werden ja dort von Tauben oder Raben vielmehr heimgesucht und oftmals kann man sich auf die Bänke, die teilweise erneuert worden sind, nicht setzen. Und ich frage mich, welche Priorität eigentlich der Zustand und die Sauberkeit und die Ordnung auf der Hauptstraße für die Stadtverwaltung haben und warum dort so lange nichts passiert ist. Das betrifft dann auch die Kritik der Gesellschaft für den Wiederaufbau des historischen Neumarktes. Habe ich mir gestern dann nach unserer Exkursion auch nochmal angeguckt, wie der Zustand dieser doch eigentlich wertvollen Reliefs ist und des Umfeldes. Das ist eine Frage der Zeit, wann auch die beschmiert werden. Da hast du ja nur noch Graffiti da unten dran oder Schmierereien, Graffiti kann man gar nicht sagen. Und doch das ist sicherlich etwas, was so nicht bleiben kann. Die Beantwortung übernimmt der Kollege Kühn. Fußwege, ja. Ja, sehr geehrter Herr Zastrow. Genau, wir konnten uns ja gestern schon im Vorfeld der Stadtratssitzung vom Zustand der Hauptstraße einen Eindruck verschaffen. Ja, ich fange mal an mit den Brunnen, auch das hatten wir gestern schon diskutiert. Im Laufe einer Brunnensaison gibt es immer mal wieder Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die eine Außerbetriebssetzung der Anlage erfordern. Meist ist das natürlich nur von kurzer Dauer und innerhalb eines Tages erledigt. Das größte Problem ist derzeit das Thema Lieferzeiten von Ersatz- und Verschleißteilen, die auf dem Markt eben nicht oder nur verzögert zu beschaffen sind. Darum ist eben der Barockbrunnen, der es angesprochen wurde, seit Juli außer Betrieb.
Bei der Brunnenanlage, die zwei Fischbrunnen, ist wegen einer Havarie im Technikschacht seit Anfang August ebenfalls außer Betrieb genommen. Zum Thema Laubberäumung der Vegetationsflächen. In den Sommermonaten erfolgt das nach Bedarf. Dass die Blätter jetzt eher runterfallen, hat was mit den Hitzesommer zu tun und dem Klimawandel. Darauf muss man sich in den nächsten Jahren sicherlich einstellen. Im Herbst, Winter wird das Laub auf den Vegetationsflächen in drei Arbeitsgängen entfernt. Die Reinigung der Vegetationsflächen von Müll und sonstigen Unrat erfolgt einmal wöchentlich. Die öffentliche Reinigung der Gehwege der Hauptstraße, also die Fußgängerzone, erfolgt gemäß der gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung täglich. Verunreinigte Bänke werden im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten ebenfalls gereinigt. Zusammen mit der Stadtreinigung will das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft den Reinigungsturnus jedoch verdichten. Im Jahr 2021 wurden alle Bänke auf der Hauptstraße überarbeitet, repariert und neu gestrichen. Die Papierkörbe auf der Hauptstraße werden 6-mal die Woche geleert. Zusätzlich erfolgt monatlich eine Teilreinigung. Die Frage hinsichtlich des Reliefs oder der Kunstwerke. Hier ist es so, dass im Zusammenhang mit dem geplanten Wiederaufbau des Narrenhauses, wo wir jetzt mitten im Baugenehmigungsverfahren sind, gesehen wird, dass eine nachhaltige Instandsetzung erst im Zuge dieser Maßnahme oder nach Abschluss sinnvoll ist. Die Kunstwerke werden natürlich unabhängig davon entsprechend geschützt. Also zusammengefasst, die Ausführungen deuten darauf hin, dass uns diese Missstände in der Verwaltung bekannt sind. Wir versuchen sie im Rahmen der Kapazitäten des Budgets und der genannten Rahmenbedingungen, Stichwort Ersatzteile, zu bearbeiten. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Also ich freue mich, dass das da erkannt wird, dass gerade was die Reinigung der Bänke betrifft, wo die Leute ja gerne drauf sitzen, dass der Turnus, wo ich nicht weiß, wie der Turnus im Moment ist, mir scheint der sehr weit auseinander zu liegen, aber wenn es verbessert werden soll, ist das schon mal gut. Ich will trotzdem eine Nachfrage stellen zu dem Thema Graffiti, weil ich habe den Eindruck, da gibt es noch mehr Schmierereien, und zwar rund um den Neustädter Markt. An den Wänden dort, an Venezia und sowas, wo man auch aufpassen muss, weil das sowieso kritisch ist und der Zustand uns ja alle nie befriedigt, der da links und rechts an den Fassaden ist. Wir hatten ja im Stadtrat mal beschlossen, dass Richtung Graffiti-Beseitigung mehr getan wird, und da wurden auch finanzielle Mittel eingesetzt. Wenn ich jetzt aber gerade dort stehe und zum Beispiel auf die Neustädter Seite gucke, und beispielsweise schaue über die oder unter der Carola-Brücke entlang, da sehe ich nun seit Jahren den wunderbaren Schriftzug Ronny und Nadel. Der stört mich wirklich und der ist an dieser Brücke. Ich möchte gern die Frage stellen, warum wird der über Jahre hinweg nicht beseitigt? Weil das ist nun mal eine Brücke. Das ist eine Brücke, die auch viele Touristen sehen. Und das stört wirklich. Und es wird immer gesagt, es gibt Aktivitäten. Aber wenn es Aktivitäten in Sachen Graffiti-Beseitigung in dieser Stadt gäbe, müsste doch genau dieser Schriftzug irgendwann mal verschwinden. Dass er oben an dem alten Hochhaus dran ist, verstehe ich ja. Aber an dieser Brücke. Und, lieber Stefan Kühn, wir hatten Niedrigwasser. Sie wären rangekommen. Also das ist ja ein anderer Geschäftsbereich, der ich höre, wie den Haushalt, den Verhandlungen zwischen den Fraktionen hoch und intensiv besprochen wird. Also was das Hochhaus an der Grunauer Straße 5 angeht, das ist ja ein Projekt, was auch schon in der Gestaltungskommission Gegenstand war. Dort ist eine Investition schon im Gange, also da kann man sagen, dort ist eine Perspektive absehbar. Wir haben, um das mal generell zu sagen, bei den Brücken, insbesondere bei den Sandsteinbrücken, immer das Thema, dass die Reinigung natürlich nicht die Bausubstanz nachhaltig beschädigen soll. Also sprich sozusagen, dass dort durch die Reinigung eben Porositäten etc. entstehen. Deshalb sind wir an einer Stelle, wo es speziell an dem Fall um Sandstein geht, jetzt dabei, verschiedene Reinigungssysteme zu testen, um zu gucken, erstens, wie wirksam sind die und zweitens eben keine negative Auswirkung sozusagen auf die Festigkeit der Materialien zu haben. Und
Natürlich ist es so, wenn es zum Beispiel verfassungsfeindliche Schmierereien gibt, dass die umgehend beseitigt werden. Und bei allen anderen sind wir mit dem Geschäftsbereich 3 dabei, im Rahmen auch der zur Verfügung stehenden Mittel nach Lösungen zu suchen, die eben wirklich nachhaltig sind und die eben die Bausubstanz nicht zu gefährden. Warum jetzt speziell genau dieser Spruch an dieser Stelle nicht gereinigt wurde, kann ich jetzt nicht sagen. Möglicherweise ist er schon in die Landesdenkmalschutzliste aufgenommen worden. Würde ich aber nochmal prüfen. Mich würde ja mal interessieren, wer sind Ronny und Nadel? Also. So, nach dem unterhaltsamen Abschluss der Fragestunde. Aber da es ja schon so lange ist, damals war ich es noch nie gewesen und deswegen kann ich es da jetzt noch nie bezeugen. Also, werden wir rauskriegen.